Wer heute die Gelegenheit hat, einen Blick in die geschlossenen außereuropäischen Museen in Dahlem zu werfen, der fragt sich unweigerlich, wo sind die Objekte hin, die hier mal ausgestellt waren? 23.000 Objekte des Ethnologischen Museums und des Museums für asiatische Kunst liegen nicht mehr in ihren Vitrinen, sondern werden mit größter Sorgfalt und viel Aufwand in ihre Einzelteile zerlegt, gereinigt, entwest und restauriert. Viele von ihnen warten bereits eingehüllt in weißes Plastik auf ihre Abholung. Kleine Zettel geben Aufschluss über ihren weiteren Weg, der bei den meisten 2019 im Humboldt-Forum enden wird. Doch die beiden Sammlungen verschwinden bis dahin nicht, sondern bleiben präsent und begegnen in mehreren Sonderausstellungen, am Kulturforum und auf der Museumsinsel anderen Sammlungen der staatlichen Museen zu Berlin. Einige Objekte legen zum Beispiel einen Zwischenstopp auf der Museumsinsel ein. Die Schau Neue Nachbarn stellt Zeugnisse ganz unterschiedlicher Kulturen miteinander in Bezug. Die antiken Kulturen von China und Ägypten begegnen sich in Zeugnissen aus Alltag, Religion und Herrschaft unter dem Dach des neuen Museums. Im Kulturforum blicken Besucher der Ausstellung Gesichter Chinas bemerkenswerten chinesischen Persönlichkeiten vom 14. bis zum frühen 20. Jahrhundert in die Augen. Die Porträts der Ausstellung kommen aus Berlin und Museen in Peking und Toronto. Die Präsentation Unvergleichlich – Kunst aus Afrika im Bode-Museum schließlich lädt dazu ein, künstlerisch-technische und darstellerische Gemeinsamkeiten in der Bildhauerei Afrikas und Europas zu erkunden. Durch all diese Präsentationen sollen die vielen wunderbaren Objekte aus Dahlem auch während des Umzugs für das Publikum zugänglich bleiben. Gleichzeitig soll aber auch bereits getestet werden, wie die verschiedenen Sammlungen inhaltlich zusammen funktionieren können, bevor sie schließlich im Humboldt-Forum zu dauerhaften Nachbarn werden.